die Sanierung und Instandhaltung dieses Trauerradweges ist natürlich eine Riesenherausforderung gewesen. Nach dieser Hochwasserkatastrophe musste gehandelt werden und ich glaube, wir haben es mit gemeinsamer Anstrengung geschafft, mit Land Tirol, Gemeinden und Tourismusverbände hier wirklich eine zeitgemäße Infrastruktur zu schaffen. Der Trauerradweg ist ja nicht nur ein touristisches Highlight mittlerweile, sondern auch für die einheimische Bevölkerung eine tolle Infrastruktur, wo man sozusagen auch die Freizeit verbringen kann, aber auch Alltagsradwege damit zu bestreiten. Mit der heutigen Fertigstellung ist ein ganz wichtiger, großer Abschnitt des Trauerradweges wieder unter Verkehr gegangen, der durch das Hochwasser sehr stark beschädigt war. Der Trauerradweg ist ein Vorzeigebeispiel für eine gute Radinfrastruktur in Tirol, das jetzt auch Nachahmung und Pate steht für viele, viele andere Tiroler Radwanderrouten, die wir im Tiroler Radkonzept einer Verbesserung zuführen. Im Frühjahr, April, Mai 2019, wie dieser Uferbegleitweg dann vorhanden war, hat man mit der Radwegplanung begonnen, wie man diese Trasse jetzt am besten führen kann. Wir haben natürlich den Uferbegleitweg mitverwendet und das Herzstück, das dann zusätzlich zu machen war, sind die zwei Brücken eben, hier diese Brücke Talwil-Fern und die große Brücke beim Margaretenbach. Wir haben inzwischen 6000 Kilometer Mountainbike-Routen geöffnet in Tirol und ca. 300 Kilometer Singletrails. Also in Summe schon ein tolles Angebot, das natürlich auch die Radwanderwege im Tal sozusagen damit komplettiert. Ich glaube, das ist ja sozusagen das Wichtigste eigentlich, dass wir auf unseren Infrastrukturen harmonisch miteinander umgehen und das Mountainbike-Modell Tirol stellt das schon sicher. Einerseits das Risiko, dass das Risiko nicht auf den Wegerhalter abgeladen wird, sondern dass man mit dem Mountainbike-Modell auch Versicherungsmöglichkeiten hat und auf der anderen Seite natürlich, dass eine kleine Entschädigung auch da ist, sozusagen, um diese Infrastrukturen in Stand zu halten. Und das glaube ich schon, dass dieses Tiroler Mountainbike-Modell nicht nur für uns in Tirol gut ist, sondern es wird auch in anderen Bundesländern schon nachgeeifert.